Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin schon wieder hier, weil ich wollte euch so gerne noch so ein paar Sachen erzählen. Und zwar mache ich ja immer gerne mal so zwischendurch ein Asam-Beauty-Video und so ein bisschen mit Favoriten, was ich so gerne mag. Und um Montag um 18 Uhr mache ich so ab und zu mal ein Video. Ja, was ich jetzt hier auf meinem Tisch stehen habe, das sind so ein paar Sachen, die ich einfach richtig toll finde und die ich euch einfach mal weiterempfehlen möchte. Das sind neue Sachen und das sind auch etwas ältere Sachen, die schon eine Weile in meinem Schrank stehen und die ich einfach super gerne benutze und die möchte ich euch einfach gerne mal vorstellen. Ja, ach so, ganz wichtig vielleicht für euch, ein Code habe ich, Rabattcode 15% habe ich auf Nicht-Zählprodukte. Das gilt immer für Nicht-Zählprodukte. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Das steht aber ganz genau in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwas sucht oder so, ich habe da auch alles genau reingeschrieben, damit die Suche schneller geht, damit ihr euch ganz in Ruhe das durchlesen könnt und dann natürlich ganz in Ruhe überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ja. Also, wo fange ich denn mal an? Ich fange mal am Kopf an, oben. Ich habe mir die Haare gewaschen und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, vom letzten Mal, da habe ich ja den Tipp des Monats gezeigt und hatte ich ein Shampoo noch nicht ausgepackt. Und zwar das hier, das Tropical. Das ist mit Pfirsich. Ja, das riecht wirklich richtig krass toll. Das ist wirklich natürlich die Qualität, wie immer, ein Asam-Shampoo, ne? Das kennt man ja, die Haare sind weich und fluffig danach. Und der Duft ist hier das, was wirklich so, so, so toll ist. Und Ahuhu-Produkte sind ja immer silikonfrei. Die kann ich euch immer weiterempfehlen. Ich bin ein großer Fan. Das wisst ihr ja schon ganz lange bei mir. Und ich wollte euch jetzt einfach nur mal erzählen, ganz schnell, dass ich das jetzt getestet habe und dass das auch ganz toll ist. Also wirklich hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte ja keine Spülung dafür und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe dann einfach mal das hier ausprobiert. Das steht ja auch schon eine Weile in meinem Schrank. Das sind diese Sun-Produkte. Avon wollte ich gerade sagen. Asam hat ja auch diese Sun-Sachen, so, da gibt es ja ganz viele. Habe ich hier auch stehen, zeige ich euch gleich nochmal. So Sonnencreme und After Sun und so weiter. Und das hier ist so eine After Sun Haarmaske. Und die habe ich jetzt auch mal getestet. Und zwar schon, ich glaube, dreimal jetzt. Ich dachte erst nur zweimal, aber so wie das aussieht, habe ich die wohl schon dreimal benutzt. Ja, ich wollte euch nur sagen, dass die Maske toll ist. Den Geruch hatte ich jetzt vergessen. Ja, riecht nach Wellness. Wellness. Super angenehm, richtig schöner Wellnessgeruch. Und ja, kann ich euch weiterempfehlen. Die Haare sind super fluffig danach, ganz weich. Also auch das ist eine ganz tolle Haarmaske. Die würde ich aber auch eigentlich das ganze Jahr über benutzen, weil ich die einfach großartig finde. Also hat mir sehr gut gefallen. Mal wieder eine schöne Haarmaske von Asam. Was habe ich noch für die Haare? Genau, dann habe ich, ach so, jetzt habe ich erstmal einen kurzen Einspieler für euch. Ich habe ein bisschen was mitgefilmt. Hallo, ich habe die gerade mal getestet. Ich habe ein bisschen Wasser in die Augen bekommen und habe geduscht. Und die habe ich jetzt gerade mal drauf. Mal sehen, wie die Haare danach sind. Ich hoffe mal gut. Mal schauen. Super weich sind die Haare. Nach der Kurpackung sieht man auch, ja, die fluffen ja jetzt schon. Ganz toll. Und ich habe aber vergessen, nach der Kurpackung eine Spülung zu nehmen. Ich Dovi und dann nehme ich halt das. Das ist von auch von Ahuhu natürlich. Ist ja ein Ahuhu-Video. Aber es ist halt Bamboo Leave-In Conditioner. Also den kann man dann auch mal im Nachhinein reinsprühen. Manchmal habe ich auch keine Zeit und vergesse das, denke ich schon wieder an irgendwas anderes, was ich einkaufen muss oder so. Und dann nehme ich das. Das braucht man, also braucht man auch nicht viel, das sagen die auch extra. Von weitem einfach so ein bisschen. Na, ich nehme meistens viel. So, und das riecht ganz toll. Ich liebe das. Ja, danach habe ich dann diesen Conditioner drauf gemacht und der ist mit Bambu. Bambu, Bambu, Bambu. Den finde ich ganz gut. Ich hatte nämlich keine Spülung mehr und habe gedacht, so, was nimmst du denn, was nimmst du denn? Und dann habe ich mir den Conditioner in die Haare gesprüht. Ehrlich gesagt sind meine Haare so trocken, dass ich dann auch immer noch so ein bisschen von Asam das Arganöl benutze für ganz für die Spitzen, ganz zum Schluss. Aber das ist halt auch kein Wunder. Ich mache hier auch Blondierung rein und ja, also ich müsste viel öfter eine Packung reinmachen. Leider kommt das bei mir immer zu kurz und
Deswegen habe ich extrem trockenes Haar, liebe aber wirklich Asam-Produkte und das ist mal so eine schnelle Nummer. Einfach mal schnell reinsprühen und dann kann man los. Und wenn man möchte, also ich mache es halt, mache ich mir dann in die Spitzen noch so ein bisschen Arganöl. Was ich jetzt auch ausprobiert habe nochmal oder nochmal benutze oder was ich ständig benutze, das ist das Haarspray hier von Asam. Das ist ja nicht ganz günstig, habt ihr vielleicht gesehen. Ich meine, mit dem Code kann man immer ganz gut sparen. Da gibt es auch so ein Set-Angebot. Ich will euch nur ganz kurz sagen dazu, dass es wirklich ein sehr schönes Haarspray ist. Und was ich an diesem Haarspray mag, ist natürlich der Duft. Ne? Der Duft, das riecht schon besonders toll, nicht so nach krassem Haarspray. Sondern das hat schon diesen Geruch von diesem Shampoo auch. Da findet sich das so ein bisschen wieder, allerdings auch ein bisschen nach Haarspray auf jeden Fall. Aber was hier so schön ist, ist halt, dass es nicht so zusammenklebt, die Haare, sondern das verteilt sich. Das ist wie so ein, kennt ihr Friseur-Haarsprays? Die sind doch immer so toll und so teuer und so toll. Und ich finde, das hier geht so in diese Richtung. Ich finde es auch irgendwie größer wie normales Shampoo. Warte mal, oder täuscht das? Naja, nö, nicht ganz. Ich, vom Gefühl her dachte ich jetzt irgendwie, dass es größer ist, dass hier mehr drin ist. Täuscht das? Nee, Tatsache, da ist ja wirklich mehr drin. Hier in meinem Taft sind 250 Milliliter und hier sind 300 Milliliter. Also hier ist mehr drin. Und was hier auch toll ist, hier ist Arganöl mit drin. Das pflegt dann auch die Haare. Das habe ich mir aber gedacht, weil, wie gesagt, das kostet halt ein bisschen mehr. Und da habe ich mir so überlegt, na, da muss auch was Schönes drin sein. Da ist Arganöl mit drin. Also das pflegt die Haare, das klebt nicht so zusammen. Und ich mag es total gerne. Müsst ihr natürlich entscheiden, ob ihr das auch haben möchtet. Ich habe ja gestern so ein bisschen Schönheitspflege gemacht. Gestern war ja Sonntag, habe ich mir so ein bisschen Zeit für mich genommen. Und was ich dann ganz oft mache, ist Selbstbräuner auftragen. Ich liebe Selbstbräuner und da benutze ich immer den. Und ich zeige euch gleich einen Einspieler, wo ich das auch nochmal erkläre, dass ich das manchmal mische auch mit Body Cream, Body Lotion. Für den Selbstbräuner nehme ich mir immer so einen Schwamm, den habe ich mir mal bei Rossmann gekauft und kommt drauf an, wie braun ich bin. Wenn ich schon ein bisschen vorgebräunt bin, dann mache ich den so pur rauf und wenn ich richtig, richtig blass und weiß bin, dann mische ich mir das immer 1:1 mit Körperlotion. Das geht auch richtig gut. Und einfach nur, um euch das mal zu zeigen, dann kann man das hier so einreiben und dann ist man nicht braun oder so. Aber nach 2-3 Stunden sieht man schon was. Und wenn man den pur aufträgt, dann ist der gut bräunend. Und wenn man den ein bisschen mischt mit Körperlotion, das geht super gut, dann seid ihr ganz leicht gebräunt. Also kommt drauf an, wie eure Haut vorher ist. Ich mag den Selbstbräuner super gerne. Ich benutze den auch schon ganz lange, also schon über ein Jahr oder so. Ich mag den am liebsten, weil ich finde das irgendwie schön, dass man eine schöne Bräune hat, dass er nicht so nach Selbstbräuner-Stink hat. Das machen Selbstbräuner ja gerne mal. Jetzt, also was, ich habe schon so Isana und Balea habe ich schon. Die mag ich nicht so gerne. Und Avon kenne ich auch. Aber so ein super Selbstbräuner, ich benutze ihn schon über ein Jahr und bin damit super zufrieden. Also man hat eine leichte Bräune und man kann das ganz gut variieren. Das ist was, was ich am Körper benutze. Dafür nehme ich ja nicht Beauty Mails. Beauty Mails mache ich im Gesicht. Asam hat dann natürlich auch Tropfen. Also wenn man bei Asam bleiben möchte, dann kann man auch die Selbstbräuner-Tropfen nehmen für das Gesicht oder das in die Bodylotion reinmachen. Asam hat ja immer so einen riesen Sortiment, wo man wirklich immer irgendwas für sich findet. Ich finde sowas aber immer praktischer für den Körper. Es geht schneller, es ist einfacher. Im Winter mische ich mir das einfach und im Sommer kann ich das so auftragen, wenn ich so ein bisschen vorgebräunt bin. Ich war zwar nicht in der Sonne, aber ich wollte das gerne mal testen und habe das auch schon mal getestet. Habe das jetzt aber nochmal getestet, weil ich dachte so, wie war das denn nochmal? Und habe wieder festgestellt, das ist ein tolles Produkt, was man wirklich benutzen kann. Das zieht ein, ne? Das zieht so toll ein und das pflegt die Haut. Das ist ja so ein Gel für After Sun. Und habe mich vor dem Ventilator damit eingecremt. Und das ist im Nu weg gewesen. Das, im Nu war das weg. Ne? Die Haut hat es aufgenommen. Die Haut ist schön weich. Und ich habe das gestern gemacht. Und die Haut ist auch immer noch schön weich an den Oberschenkeln. Also kann man auch super benutzen. Braucht ihr keine Angst haben. Klebt nicht. Ich hasse das auch, wenn das klebt auf der Haut. Ne? Ich mag das gar nicht. Eigentlich könnt ihr auch die ganze Serie davon kaufen. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt bei Asam. Aber müsste eigentlich, weil ich ja das hier auch super gerne benutze, zeige ich euch auch gleich nochmal in einem Film.
Das zieht ja auch so schnell ein und das ist Lichtschutzfaktor 50 ohne Silikone. Total toll und ich mag die ganze Serie. Hab auch den Sonnenschutz schon an meine Familie verteilt. Also ganz toll. Kann ich euch auch noch mal zeigen, wie das überhaupt im Gesicht aussieht. Jo, Hautpflege benutze ich natürlich die auch super gerne, weil die ja auch den Lichtschutzfaktor 50 hat und die vertrage ich halt auch super gut. Und die zieht richtig schön schnell ein und dann mache ich da eigentlich gar nicht viel. Manchmal mische ich das ein bisschen mit Boostern, aber nicht immer. Und das reicht dann eigentlich auch aus. Sieht richtig gut ein und kann man, also könnte man zur Not auch noch überschminken, wenn man das möchte. Ist nicht so fettig, so ein Ölfilm auf der Haut, das mag ich ja immer nicht so gerne. So. Jetzt ist das natürlich ein bisschen unpraktisch, das in ein Video zu packen, aber ich habe ja die Seite, aber ich jetzt noch nicht. Hier habe ich den Sonnenschutz drauf, weil ich euch zeigen wollte, wie der Sonnenschutz ist. Aber das mache ich nicht jeden Tag, weil manchmal mag ich das einfach nicht. Ich bin einfach ein bisschen komisch. Und wenn ich sowieso weiß, ich bin nicht in der richtig dollen Sonne, ich weiß, man muss es trotzdem machen, aber ich mache das ja nicht. Ich mache es ja nicht. Dann suche ich einfach eine leichte Creme und dafür mag ich halt super gerne Aqua Intense, gerade im Sommer. Letztes Jahr habe ich ja die Vitamin C-Reihe ausprobiert, die finde ich super toll. Und jetzt teste ich gerade den Tipp des Monats und das ist so ein Serum. Und das ist natürlich auch super leicht. Und Serum soll man ja auch immer zuerst auftragen. Und wenn man möchte, kann man in ein Serum auch nochmal sowas reinmachen. Und dann verteilt sich das ganz toll, weil das alles, ja, Booster und Serum ist natürlich schön dünn. Das juckt gerade. Schön dünn, das heißt, das zieht richtig gut ein in die Haut. So, und darüber kommt dann gleich, wenn das eingezogen ist, die Creme von Aqua Intense. Habe ich auch schon ganz gut benutzt. Also super schön. Also man muss es halt lang genug einziehen lassen und dann kann man die Creme richtig gut darüber verteilen. Dann zieht das alles ein. Und dann kann ich meine Maske ausspülen. Mal gucken, wie die Haare danach sind. Das habe ich ja dann gemacht und diese beiden habe ich auch gerade im Gebrauch. Damit habe ich vorgestern angefangen. Das Serum, ich hatte das ganz vergessen, das stand im Schrank und möchte das jetzt noch zusätzlich benutzen, weil meine Haut, manchmal braucht sie Pflege bei so viel Schminken. Und das hier benutze ich ja auch zu gerne. Kann man auch gerne reinschauen. Ich benutze es. Ja, auch. Eine tolle Creme, mag ich total gerne. Und was Besonderes, das habe ich schon etwas länger, das habe ich euch schon mal gezeigt. Und das verbraucht sich ja auch einfach nicht so schnell. Was das ist von Floramare ein Hornhautentferner. Ich packe den mal aus. Ich habe den immer so im Karton im Schrank stehen. Und so riesengroß ist das Ding. Größer als mein Kopf. Hier sind insgesamt 500 Milliliter drin und das ist wirklich was Tolles. Und zwar, ich habe euch die Anwendung gezeigt, ich wollte euch aber nicht meine Füße zeigen, weil ich weiß, das ist nicht für jeden schön, meine Füße zu sehen. Und deswegen habe ich das auch so ein bisschen vorsichtig gezeigt. Mir geht es einfach nur um die Anwendung, dass ihr wisst, wie die Anwendung ist, wie es danach aussieht, da müsst ihr mir vertrauen. Also, dieses Produkt funktioniert wie folgendermaßen. Anders habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich nehme mir dafür saubere Füße nach dem Duschen oder nach dem Baden oder nach dem Fußbad. Dann nehme ich Wattepads, ganz normale Wattepads und durchtränke sie mit diesem Produkt. Dann kommt dieses Produkt auf meine Stellen, wo ganz viel Hornhaut sich befindet, was ich euch nicht zeigen möchte. Und dann lasse ich das so. Na, sagen wir mal einen Kaffee lang drauf. Man kann zwischendurch neugierig immer mal so ein bisschen luschern, ob sich das schon löst. Dieses Produkt löst die Hornhaut sofort. Und das finde ich praktisch. Das einzig Doofe ist, dass man sitzen bleiben muss und warten muss, bis das Produkt eingezogen ist. In der Zeit kann man, wie gesagt, ein YouTube-Video gucken. Natürlich nur meins. Nein, das war Spaß. Aber einen Kaffee trinken, Buch lesen, bisschen Fernseh gucken, wie auch immer, ne? Oder einfach mal gar nichts machen, ist ja auch mal schön. Und das ist so der einzigste Nachteil. Danach habt ihr, ich habe es nicht mehr, aber ihr habt es ganz bestimmt, wenn ihr das kauft, so ein Spatel da drinnen in weiß. Ich weiß nicht bei mir, wo der geblieben ist. Ich habe den verbummelt. Ich habe dafür was anderes genommen.
Und zwar könnt ihr dann nämlich die Hornhaut so richtig schön abschieben. Na, ihr habt also die Wattepads auf dem Fuß und dann schiebt ihr praktisch die Hornhaut weg. Ihr spachtelt die richtig weg. Die kann man dann so lösen. Und das ist sowas von toll. Und was ich ja auch gerne benutze, das sind diese Hornhautsocken. Da dauert es aber 2 Wochen, bis die wirken. Und das finde ich manchmal echt unangebracht, weil wenn ich was vorhabe, mir fällt ein, ach du Schande, ich habe ja noch Hornhaut an meinen Füßen. Und dann will ich die sofort weg haben. Da will ich ja nicht 2 Wochen warten. Und ich finde, ehrlich gesagt, finde ich die ganz schön teuer, diese Socken, die es immer so gibt, zu kaufen gibt in der Drogerie. Also da zahlt man ja manchmal, wenn man gute Qualität kauft, 4 bis 5 Euro. Auch bei Avon, es ist ja nicht schlecht und danach ist ja die Hornhaut wahrscheinlich auch verschwunden, in Luft aufgelöst. Aber ich finde diese Variante irgendwie besser, weil man da, weiß ich nicht, rumsitzen tue ich sowieso ganz gerne mal. Und damit könnt ihr irgendwie so toll die Hornhaut lösen. Ich finde das irgendwie so toll, dass man das dann so abschiebt und dann kann man sofort loslaufen. Dann noch schön die Beine eincremen. Ich habe ja auch so eine Fußcreme, immer noch so einen riesen Eimer in meinem Badezimmerschrank stehen. Das war mal in der Wundertüte, so eine grüne Fußcreme. Boah, ich habe die immer noch, die verbraucht sich einfach nicht, weil ich zwischendurch ja auch von der Drogerie noch Fußcreme gekauft habe, um sie zu testen. Ich mag die alle, ich finde die alle in Ordnung, auch von Isana und Balea, die könnt ihr kaufen. Oh, ja, und dann habt ihr einfach eine schnelle Variante, dann noch ein bisschen die Fußnägel lackieren und dann kann es losgehen. Das ist halt so eine schnelle Variante, ne? Was mal. Und da muss ich ehrlich sagen, sowas habe ich noch nicht gefunden in der Drogerie. Werde mich jetzt aber mal auf die Suche machen, ob es sowas gibt. Und vor allen Dingen finde ich den Preis ganz gut, weil das hält ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre das. Also ich finde ein tolles Produkt, geht schnell, ist einfach, ist von der Sache her toll und mag ich einfach total gerne. Und deswegen wollte ich euch das erzählen. Hallo aus dem Hintergrund, ich schneide gerade mein Video und bin ein bisschen enttäuscht. Leider haben sie dieses tolle Produkt nicht mehr. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am Suchen im Internet, weil ich mag das nicht. Ich zeige euch was und dann wollt ihr das haben und dann kann man das nicht mehr bestellen. Es ist leider wirklich ausverkauft, auch bei QVC. Eventuell habt ihr noch Glück in der Facebook-Gruppe Asam Beauty. Oh, ich weiß sonst nicht, wo man das jetzt noch herbekommen könnte. Vielleicht bei eBay noch mal schauen. Ansonsten habe ich euch deswegen jetzt dieses Foto reingesetzt. Da habe ich was gefunden von Amazon. Dieses Produkt kenne ich nicht, habe ich auch nicht getestet, aber werde ich testen. Ich werde einen Vergleich machen. Ich werde dieses Produkt jetzt bestellen und werde euch dann berichten, ob das genauso toll ist wie das von Asam. Vielleicht möchtet ihr euch das ja trotzdem dann jetzt bestellen. Ich setze den Link auf jeden Fall in die Videobeschreibung und möchte mich dafür jetzt wirklich nochmal bei euch entschuldigen. Das war keine Absicht und das wusste ich auch nicht. Ja, jetzt habe ich alles hier euch erzählt. Tolle Sachen, finde ich, kann man sich mal anschauen. Vielleicht braucht ihr nicht alles, aber so einiges. Ja, ein lieb gemeinter Rat von mir. Und jetzt fühlt euch von mir ganz lieb gedrückt, wenn ihr möchtet. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen, das ist das Wichtigste. Und dann super gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe vergessen zu sagen, dass ihr natürlich gesund bleiben sollt. Das ist ja wohl das Allerwichtigste. Das kommt gleich nach nicht ärgern lassen. Nicht ärgern lassen und dann auf jeden Fall gesund bleiben. Gesund bleiben ist sowieso überhaupt das Allerwichtigste. Gut, was wir haben, unsere Gesundheit. Und wenn es euch nicht so gut geht, dann fühlt euch einfach von mir nochmal ganz lieb gedrückt und dann wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung. Tschüss. Hallo aus dem Hintergrund. Ich schneide gerade mein Video und habe gerade versucht, euch ein Bild zu zeigen von dem Produkt, was ich euch gezeigt habe oder von den Produkten, die ich euch gezeigt habe. Und leider ist davon schon so einiges ausverkauft. Ich habe deshalb einige Bilder an euch jetzt, die ihr nicht in meinem Video gesehen habt, die aber schöne Ersatzprodukte sind. Seid mir bitte nicht böse, das wusste ich nicht, dass die Produkte schon ausverkauft sind, als ich das Video gemacht habe. Und vielleicht findet ihr dann was anderes Schönes bei Asam. Also bitte nicht böse sein, das wusste ich nicht. Habe euch aber trotzdem schöne Produkte rausgesucht, die ich auch jederzeit sofort benutzen würde.